Also, zweiter Teil des Auges. Und letztes Mal, hören Sie mich übrigens? Ja, ja, tut man. Ja. Sie sehen auch die erste Folie, hoffentlich. Ja. Okay, gut, schön. Also wir haben letztes Mal über die Tunica fibrosa gesprochen und teilweise schon über die Tunica vasculosa, also über den vorderen Teil allerdings nur, also über die Iris und Corpus ciliare. Und wir haben auch über die Linse gesprochen. Und jetzt bleiben wir kurz noch hier vorne und ich möchte ein paar Worte über die Augenkammern sagen. Ja, Augenkammern sind mit Kammerwasser ausgefüllt. Kammerwasser wird hier in den Ciliarzotten produziert. Darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen. Und das Kammerwasser gelangt eigentlich zuerst hier in die hintere Augenkammer. Hier sehen Sie auch die Begrenzungen von diesen Augenkammern. Also hinten haben wir für die hintere Augenkammer die Begrenzung von, also die hintere Begrenzung wären diese Sonula-Phasen, die sich zwischen Ciliarzotten und Linse aufspannen. Die Linse selbst bildet auch die Begrenzung. Vordere Begrenzung ist die Hinterseite der Iris, logischerweise. Und das Kammerwasser kann hier zwischen Iris und Linse nach vorne strömen, in die vordere Kammer, die also von Kornea, Linse und auch von Iris begrenzt wird. Und diese Stelle hier würde ich noch betonen, das wird Kammerwinkel genannt, zwischen Iris und Kornea. Der Name ist daher Angulus iridocornealis, wo das Kammerwasser abfließen kann. Hier sehen Sie das wieder schematisch. Also Ciliarzotten sind die Stellen, wo das Kammerwasser produziert wird. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass es keine passive Filtration ist, sondern eine aktive Synthese von Kammerwasser. Und die Menge steht auch hier, also ungefähr 0,3 Milliliter pro Auge. Ist natürlich auch wasserklar, gehört zu den lichtbrechenden Medien und enthält relativ wenige Eiweiße, wird aber ständig auch stündlich ersetzt. Und Sie sehen auch, wie in der Pfeilrichtung dann das Kammerwasser strömt. Und ist nicht nur dafür wichtig, dass wir einen Augeninnendruck haben. Also dieser normale Augeninnendruck schwankt zwischen 16 und 20 Quecksilbermillimeter. Das ist einmal wichtig, damit wir die Wand des Augapfels schön ausgezogen ist. Ansonsten würde das Auge zusammenfallen. Aber für die Ernährung von der Linse und von der Kornea ist das Kammerwasser auch sehr wichtig. Also keine von diesen Strukturen haben nämlich Gefäße. Ja, und dann muss der Kammerwasser natürlich auch irgendwie abgeleitet werden. Und das passiert hier in diesem Kammerwinkel. Das sehen Sie auch hier schematisch, aber ich zeige noch weitere Bilder über diese Stelle. Ja, also wir sind hier zwischen Kornea und Iris, aber es geht eigentlich um diese Übergangszone zwischen Kornea und Sklera, ja hier. Und wir können auch auf einem HE-Schnitt sehr schön diesen Bereich finden, das werden Sie auch in der Übung sehen. Ja, und zwar den Bereich möchte ich hier betonen, hier, also an der korneoskleralen Grenze, heißt nämlich der Bereich Spongiosa Sklerae. Ja, also hier, wie auch der Name sagt, ändert sich ein bisschen der Aufbau der Sklera oder Kornea. Dieses straffe Bindegewebe wird hier ein bisschen aufgelockert. Ja, das ist auch auf dem Bild sichtbar. Ich kann das auch schnell markieren. Ja, also hier haben wir auch Bindegewebsphasen mit Fibrozyten, ja, die Zerkerne sind Fibrozyten, aber es bleiben Spalten zwischen den Phasen
aufgespart und diese Spalten werden Fontane Räume oder Spazia irido cornealis genannt, die also direkt von diesen Bindegewebstrabeken begrenzt sind. Und das Kammerwasser kann in diese Räume hineinfließen, hier im Kammerwinkel. Aber diese Spalten haben noch keine Endothelauskleidung, ja, also direkt die Bindegewebsfasern bilden die Begrenzungen davon, also von diesen Spalten. Also diese Fasern werden auch Ligamentum pectinatum genannt, aber einfach Bindegewebstraveken sind das. Und dann wird das Kammerwasser weiter fließen in diese in diese Struktur, deren Querschnitt wir jetzt sehen, das wird Schlemmkanal genannt, ist auch in unseren Schnitten sehr wichtig. Sie müssen das auch in der Prüfung zeigen können. Der andere Name wäre Sinus venosus scleri. Ja, also das hier hat schon eine Endothelauskleidung, also sieht so wie eine kleine Venole aus. Und das Kammerwasser fließt hier rein. Und wie es weiter fließt, werde ich auf der nächsten Folie zeigen. Ja, also nochmal, also Spongiosa das scleri zuerst im Kammerwinkel hier. Dann kommt der Schlemmkanal, ist eigentlich eine Venole. Und dann gibt es dünne Venen, die die Sklera durchbohren. Hier, das sind die intraskleralen Venen. Diese werden auch Veni aquosi genannt, eben deshalb, weil sie eigentlich kein Blut, sondern das Kammerwasser enthalten. Und wie Sie sehen, hier kann es entweder nach außen weiter fließen, also auf der äußeren Seite der Sklera in die episkleralen Venen oder nach innen, innerhalb der Choroida. Die Choroida werden wir gleich besprechen. Das ist der hintere Teil der Tunica vasculosa und in den intrachoroidalen Venen dann. Aber letztendlich fließt das Kammerwasser in die großen Venen weiter, in die sogenannten Veni Vorticosi. Es gibt insgesamt 4 solche Venen, über diese werde ich gleich noch sprechen. Also letztendlich gelangt das Kammerwasser in das, sowie auch das venöse Blut in die Venen. Klinisch ist der Bereich auch sehr wichtig. Sie haben wahrscheinlich schon über Glaukom gehört, über den grünen Star. Das ist der Zustand, wenn das Kammerwasser nicht abfließen kann. Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, das kann mehrere Ursachen haben, also aus irgendeinem Grund kommt es zur Obstruktion hier, nach einer Entzündung zum Beispiel oder nach Verklebungen kann das auftreten und dann kommt es zu einem Überdruck im Auge. Und das zu verhindern, kann man Augentropfen geben, die eine parasympathische Wirkung haben. Das sind die sogenannten Parasympathikomimetika, zum Beispiel Pilocarpin. Und das haben wir letztes Mal gelernt, dass der Sphinkter Pupille nämlich parasympathisch innerviert wird, wie auch der Musculus ciliaris. Und wenn wir das machen, das können Sie sich vorstellen, dann wird hier die Iris in der Pfeilrichtung, also nach medial gezogen werden, also die Pupille wird verengt und Musculus ciliaris wird auch eigentlich vorgewirkt. Also das heißt, dass hier dieser Kammerwinkel ein bisschen entlastet wird. Ja, es wird diese Gewebeansammlung ein bisschen aufgeluckert und so kann das Kammerwasser besser wegfließen. Also das ist eine Therapiemöglichkeit bei Glaukom. Und es gibt auch solche Fälle, wenn nicht um eine Obstruktion geht, sondern einfach darum, dass dieser Kammerwinkel zu eng ist. Das benötigt natürlich eine operative Behandlung. Und so sieht es aus, wenn jemand Glaukom hat, also die Gefäße sind auch stark erweitert, es kommt zu einem Stau in den Gefäßen des Auges und es kommt zu einem Überdruck. Und das ist sehr gefährlich, weil die Retina
geschädigt werden kann und es kommt zu Gesichtsfeldausfällen, die stetig so auftreten, also so konzentrisch von außen nach innen wird immer mehr das Gesichtsfeld eingeengt und letztendlich führt das zur Blindheit. Ja, also weiter geht es jetzt zum Glaskörper. Das ist auch eine Struktur, die zu den lichtbrechenden Medien gehört. Ja, also wir haben über Kornea gesprochen, dann Augenkammer, Linse und jetzt Glaskörper. Das und alle diese Strukturen müssen transparent sein. Glaskörper ist auch transparent. Sie sehen hier, wie das nach der Entfernung aussieht. Aber diese gelartige, diese gallertige Konsistenz ist auch vorstellbar auf diesem Bild. Es geht nämlich um ein Gewebe, das fast nur aus Wasser besteht. Das Wasser ist natürlich an Proteoglykanen wie Hyaluronsäure gebunden. Und manche Zellen gibt es auch. Diese Zellen sind modifizierte Fibrozyten, heißen auch Hyalozyten. Sie sind eigentlich Makrophagen auch. Und Entschuldigung, es gibt auch einige Makrophagen noch. Und wenige Kollagenfibrillen, hauptsächlich peripher. Und diese bilden eine sogenannte Glaskörpergrenzmembran, die bei der Verankerung der Retina eine Rolle spielen. Aber wichtig ist, dass dieser Glaskörper von innen das Auge tamponiert, also verhindert, dass diese drei Hauptschichten des Auges zusammenfallen. Und ja, gehört auch zu lichtbrechenden Medien, wie gesagt. Und das haben Sie vielleicht auch erlebt. Wir können manchmal sogenannte fliegende Mücken im Gesichtsfeld sehen. Diese sind eigentlich gutartige Trübungen im Glaskörper, die aber mit Augenbewegungen wegfließen. Mit dem Alter nimmt die Zahl dieser Strukturen zu. Und ja, im schlimmen Fall kann folglich zu Glaskörperabhebung kommen, die auch für Netzhautablösung prädisponiert, aber ansonsten sind sie nicht so besonders gefährlich. Also hier sind die lichtbrechenden Medien nochmal zusammengefasst, ja, also Kornea, Augenkammer und Glaskörper haben einen konstanten Brechkraft. Wer sich erinnert, beim Kornea war es 43 Dioptrien. Die Linse, die Brechkraft der Linse ist natürlich variabel, je nachdem, ob wir lesen oder in die Ferne gucken. Das schwankt zwischen 18 und 32 Dioptrien. Aber ausführlich werden Sie darüber noch in der Physiologie lernen. Wir gehen jetzt weiter jetzt nach hinten. Ja, wir haben quasi diesen vorderen Teil schon besprochen. Und hinten haben wir auch über die Sklera schon gesprochen und auf diesem histologischen Bild, das werden Sie auch in der Übung sehen, das Bild wurde von hinten gemacht und auf dem Bild sehen Sie auch die Sklera hier ganz aus und das ist einfach straffes Bindegewebe. Und darunter kommt die Choroidea, das ist also diese Schicht, die wie auch der Name sagt, also Aderhaut, sehr viele Gefäße enthält. Und man kann auch hier mehrere Schichten unterscheiden. Und der Unterschied zwischen den Schichten liegt darin, wie groß die Gefäße sind, die dort verlaufen. Und die Gefäße sind eigentlich in ein Stroma eingelagert, in ein lockeres Bindegewebe, das auch viele Melanozyten enthält. Die Melanozyten können Sie auch hier schon sehen. Und im ersten Semester haben wir eigentlich die Melanozyten auch hier untersucht, in der Choroidea, wenn Sie sich erinnern. Und ganz außen, die erste Schicht, die auch besonders pigmentiert ist, heißt Lamina suprachoroidea oder mit dem alten Namen Lamina fusca, Sklere, enthält ganz große Gefäße, also kleine Arterien und Venen. Ich zeige gleich eine andere Folie über diese größeren Gefäße. Und
Darunter folgt eine Schicht, wo wir schon kleinere Gefäße, das heißt Arteriolen wie diese hier zum Beispiel oder Venolen, sehen können. Das wird Stratum vasculare genannt. Und dann folgt die Lamina corocapillaris, wo wir schon Kapillaren haben, meistens mit fenestriertem Endothel. Und innerlich ist eigentlich schon eine Basalmembran, eine dicke Basalmembran zwischen Retina und Choroidea, die sogenannte Bruchmembran. Ich werde gleich eine Folie über die Bruchmembran sagen, aber diese Melanozyten möchte ich nochmal betonen. Die sind klinisch auch wichtig, weil das maligne Melanom des Auges häufig aus diesen Melanozyten hervorgeht und ist sehr bösartig. Ja? Und bevor wir die Bruchmembran besprechen, sehen Sie hier eine Scanning-Elektronenmikroskopische Aufnahme, wo wir also diesen Kapillarbereich gut sehen. Also das wäre die Lamina corocapillaris und das hier ist noch die Supra oder diese Stratum vasculare, wo Arteriolen und Venen verlaufen. Und diese Gefäße werden hauptsächlich für die Blutversorgung der Retina wichtig. Ja, also diese Kapillaren werden die äußere Hälfte der Retina versorgen. Ich zeige gleich eine Folie über die Blutversorgung noch. Ja, aber zuerst möchte ich hier diese Bruchmembran zeigen. Das ist jetzt ein Schema. Sie sehen hier, wo wir sind, also unten, unten wäre das hier noch die Lamina corocapillaris. Das sind schematisch die Kapillaren. Und darüber, das ist die äußerste Schicht der Retina, hier, das sogenannte Pigmentepithel. Ja, darüber werden Sie noch hören. Über die Retina haben Sie eine ganze Vorlesung morgen. Ja, also das Pigmentepithel ist die zehnte, die äußerste Schicht. Die erste eigentlich, je nachdem von welcher Richtung wir das betrachten. Also zwischen Pigmentepithel und Lamina corocapillaris befindet sich diese dicke Bruchmembran. Hier oben, das wären schon die Lichtrezeptoren. Und diese Bruchmembran besteht eigentlich aus so ist eigentlich eine verschmolzene Basalmembran von Pigmentepithel und Kapillarendothel. Aber zwischen diesen Basalmembranen, das sind mit BM hier markiert, finden wir eine mittlere Schicht noch, die hauptsächlich aus elastischen Fasern besteht. Also diese Bruchmembran ist sehr elastisch. Und ja, in den normalen Basalmembranen gibt es nämlich nur retikuläre Fasern, ja, Kollagenfibrillen aus Kollagen Typ 3. Aber in der Mitte, das ist sehr elastisch und das hat auch eine Funktion. Einmal bildet eine Unterlage für die Retina, also die Pigmentepithelzellen sind stark mit dieser Basalmembran verbunden und das ist der Grund, warum, wenn es zur Retina-Ablösung kommt, dann kommt es über den Pigmentepithel zur Ablösung. Also Pigmentepithel bleibt hier mit der Bruchmembran verbunden bei Retina-Ablösung. Das hat einen embryologischen Grund auch, darüber sprechen wir am Ende der Vorlesung noch bei der Entwicklung des Auges. Die zweite Funktion wäre, und das ist mit der Elastizität verbunden, dass diese Bruchmembran eigentlich als Antagonist von Musculus ciliaris aufgefasst werden kann. Ja, Musculus ciliaris haben wir letztes Mal erwähnt, für die Naheinstellung ist der Muskel wichtig. Wenn der Muskel sich kontrahiert, entspannen sich die Zonulafasern und die Linse wird besser gekrümmt. Und bei der Entspannung des Muskels, also diese Entspannung wird durch diesen Zugeffekt von Bruchmembran eigentlich unterstützt. Ja? Also durch diese elastischen Fasern. Und dann spannen sich die Zonulafasern an und die Linse wird dann flach. Ja, also das können wir hier noch erwähnen. Und ein paar Worte über die Blutversorgung des Auges, weil diese Choroidea die meisten Gefäße liefert, die dann das Auge versorgen. Und alle Gefäße des Auges kommen aus der Arteria ophthalmica. Ja, das ist ein
ein Ast der Carotis interna. Das kennen Sie schon vom Schädel. Diese Arterie geht durch den Canalis opticus rein in die Orbita und gibt dann mehrere Äste ab. Zum Beispiel die Arterie ciliaris anterioris. Diese sind allerdings nicht in der Choroidea zu finden, sondern episkleral. Sehen Sie hier außen verlaufen diese dünnen Äste. Und wie der Name sagt, ziehen sie ganz nach vorne und versorgen hauptsächlich die Konjunktiva, also Augenbindehaut. Und hier sehen Sie auch diese konjunktivalen Gefäße und ziehen bis zum Rand der Kornea. Also das sind episkleral noch zu finden. Ciliaris posterioris longi, also die hinteren langen Arterien, sind schon in der Choroidea zu finden, und zwar in der Lamina supracoroidea, also wo diese ganz großen Gefäße zu finden sind, also die kleinen Arterien und auch Venen, gleichnamige Venen, und diese ziehen aber auch nach vorne. Ja, deshalb sind sie longi, also sie haben einen langen Verlauf und versorgen hier vorne die Iris und das Corpus ciliare hauptsächlich. Die Retina hier innen wird durch die Ciliaris posterioris brevis versorgt, die auch natürlich zuerst in der Suprachoroidea zu finden sind, aber werden sehr schnell kapillarisieren. Also sie ziehen weiter in das Stratum vasculare und chorocapillaris, also sie kapillarisieren sich hier. Und diese Arterien werden die äußere Hälfte der Retina versorgen. Die innere Hälfte der Retina wird allerdings durch die Centralis Retinae versorgt, die, wie Sie das auf diesem Bild sehen, mit dem Nervus Opticus in das Auge eintritt. In der Mitte des Nervs verläuft sie und so erreicht sie die Retina. Also die Retina wird eigentlich durch diese beiden Arterien versorgt, durch die Arterie ciliaris posterioris brevis und durch die Arteria centralis retinae. Diese kommt ebenfalls aus der Arteria ophthalmica. Und die Venen heißen immer so wie Arterien, und die Venen münden dann in die sogenannten Vene vorticose. Diese zeige ich auf dem nächsten Bild nochmal. Ja, also das Bild zeigt jetzt hier die Lamina supracoroide, also die Sklera hier wurde entfernt. Ja, sehen Sie, das ist die Sklera. Darunter kommt diese Lamina supracoroidea mit diesen langen Gefäßen auch. Ja, da sind also nochmal die Arterie ciliaris posterioris longi. Wir haben eigentlich zwei von diesen Arterien, einmal nasal und einmal temporal. Ja, die also Iris hier vorne und Corpus ciliare versorgen. Ja, es entsteht auch ein Gefäßring, Circulus arteriosus, und zwar zwei Circulus arteriosus iridis major hier außen und innen um die Pupille herum minor auch. Ja. Und natürlich gibt es auch hier hinten noch diese Ciliaris posterioris brevis, die aber dann gleich weiter in die tieferen Schichten der Choroidea eintreten und sind hier deshalb nicht mehr markiert oder nur mit diesen dünnen Linien. Die Venen wollte ich hier noch zeigen, also diese Vene vorticose. Es gibt insgesamt vier Stück von diesen Venen, temporal, nasal, oben und unten. Und der Name sagt ja, wie Wirbeln, Venen, also sie sammeln so sternförmig die gleichnamigen, also die Venen, die gleich heißen wie die Arterien. Und letztendlich münden sie dann in die Vena ophthalmica, entweder in die Vena ophthalmica superior oder Vena ophthalmica inferior. Und wir wissen, dass diese Venen, oder darüber werden Sie später noch in der Übung hören, diese Venen leiten das Blut weiter, entweder in den Sinus cavernosus oder auch in die Fossa pterigo palatina, in den Plexus pterigoideus. Außerdem sind hier Nerven auch noch sichtbar, und ein paar Worte möchte ich jetzt über die Innervation des Auges sagen.
Diese Germstrukturen heißen auch so wie die Gefäße, also Nervi ciliaris longi, sehen wir hier. Es geht um sensible Nerven, die aus dem Trigeminus kommen, und zwar aus dem ersten Ast des Trigeminus. Auf dem nächsten Bild zeige ich das hier ausführlicher. Ja, also es geht um Nervus ophthalmicus, ja, 5/1, tritt durch die Fissura orbitalis superior rein in die Orbita und gibt die sensible Innervation des Auges. Also diese Nerven ziehen ganz bis zur Kornea nach vorne. Ja, und der Ophthalmicus kann auch in drei Äste gegliedert werden, und also in Frontalis, Nasociliaris und Lacrimalis, und diese Äste kommen aus dem Nasociliaris, daher der Name des Nervs, weil der Nerv Äste zum Auge und Äste zur Nasenhöhle abgibt. Außerdem gibt es noch hier auch kurze Nerven, ähnlich wie bei den Arterien. Das sind die Nervi ciliaris brevis, die aber gemischt sind, und hier habe ich auf diese Folie einige extra Informationen noch hinzugeschrieben. Also diese Nerven sind hier hinten sichtbar und sind auch teilweise, enthalten auch teilweise sensible Fasern. Und wir werden später sehen, dass sie teilweise auch sympathische Fasern enthalten. Aber was ich betonen möchte, dass diese die Nerven sind, die die parasympathischen Fasern vom Ganglion ciliare aufnehmen. Der Ganglion ciliare ist ein vegetatives Ganglion hinter dem Auge in der Orbita und gehört zum Nervus oculomotorius, also die präganglionären Fasern kommen vom oculomotorius, und hier kommt es zur Verschaltung, und die postganglionären Fasern werden durch die Nervi ciliaris brevis weiter ins Auge geleitet, und diese spielen zum Beispiel bei, ja, das überspringe ich jetzt, ich zeige zuerst diese parasympathische Innervation. Also wir sind hier einmal bei der, also jetzt zeige ich zuerst die parasympathischen Nerven, also Nervus oculomotorius, ja, aus dem Nucleus Edinger Westphal, und der Nerv endet also im Ganglion ciliare, und Sie sehen, dass die also mit gestrichelten Linien sind, diese roten gestrichelten Linien sind die postganglionären parasympathischen Fasern, die also in den Nervi ciliaris brevis verlaufen und den Musculus ciliaris und Musculus sphincter pupillae innervieren. Ja, das ist die parasympathische Innervation des Auges. Die sympathische Innervation kommt vom Rückenmark. Ja, darüber haben wir eigentlich beim vegetativen Nervensystem auch schon gesprochen, aus dem TH1-Segment des Rückenmarks, Zentrum ciliospinale. Dort sind die ersten Neurone in Cornu laterale. Dann ziehen die Axone der ersten Neurone ganz bis zum obersten Ganglion des Truncus sympathicus, zum Ganglion cervicalis superius, und von hier gehen dann die postganglionären Fasern mit Arterien weiter. Sie bilden immer Geflechte um die Arterien herum. Diese postganglionären sympathischen Fasern, die sind hier auch mit gestrichelten Linien markiert. Aber diese, also zuerst Plexus caroticus mit Carotis interna, dann mit der Arteria ophthalmica, Plexus ophthalmicus heißt das Geflecht. Aber dann haben sie auch einen Kontakt zum Ganglion ciliare, aber dort passiert nichts. Ja, die Fasern ziehen nur durch, und die sympathischen Fasern werden letztendlich auch mit den Nervi ciliaris brevis das Auge erreichen, aber diese innervieren den Musculus dilatato pupillae und geben noch Äste ab zu zwei weiteren glatten Augenmuskeln, über die wir nächstes Mal noch bei den Augenmuskeln sprechen werden. Ja, also Nervi ciliaris brevis sind gemischt. Okay, das war einmal noch das Auge. Und jetzt machen wir mit etwas Embryologie weiter. Und nächstes Mal kommen noch die Hilfseinrichtungen des Auges. Das heißt Augenmuskeln, Tränenapparat, Orbita mit Hüllen. Aber vorher sprechen wir ein bisschen über die Entwicklung des Auges.
Ja, dieses Bild ist ein sehr schönes Bild, wurde aus dem Maus gemacht mit PAX6 Immunhistochemie. Über dieses Gen werde ich am Ende noch sprechen. Ist ein Schlüsselgen, nämlich für die Augenentwicklung, und man kann so die Augenanlagen sehr gut sichtbar machen mit einer immunhistochemischen Methode. Aber was prüfungsrelevant ist, sind einmal die verschiedenen Anlagen für das Auge. Und dazu zeige ich dieses Schema zuerst. Sie sehen hier den Kopfbereich des Embryos und wir sind ungefähr in der vierten Woche. Also das heißt, die Neurulation hat schon beendet, wurde schon beendet, und Sie sehen auch hier das Neurarohr mit den primären Hirnbläschen. Und gleich hier möchte ich die erste Anlage zeigen. Das ist das sogenannte Augenbläschen, das aus dem Diencephalon-Bläschen sich vorstürzt. Ja? Also Diencephalon-Bläschen aus dem Neuralrohr bildet eine Anlage mit dieser Ausstülpung. Und wir werden sehen, dass aus dieser Anlage eigentlich die Retina und der Nervus Opticus gebildet wird. Nervus Opticus entsteht aus dem sogenannten Augenbecherstiel. Das ist die Verbindung zwischen dem Augenbläschen und dem Diencephalonbläschen. Also das ist einmal neural ektoderm. Das werden Sie sehen, dass fast alle Anlagen aus dem Ektoderm kommen. Alle Teile des Ektoderms sind an der Bildung der Anlagen beteiligt. Die zweite Anlage ist das Oberflächenektoderm. Ja? Also das ist ebenfalls Ektoderm. Und zwar gibt es hier, darüber haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, die sogenannte Linsenplakode. Ja, Plakoden sind immer Verdickungen des Oberflächenektoderms, lokale Verdickungen im Kopfbereich des Embryos. Und wie der Name sagt, wird von hier die Linse hauptsächlich entstehen, und nach der Abschnürung der Linse wird das Oberflächenektoderm sich schließen und gibt dann das Cornea-Epithel. Also Linse und Retina haben wir schon und ein bisschen Cornea auch noch. Aber wir brauchen noch weitere Anlagen für den Rest, und das ist das Mesenchym, das Kopfmesenchym, in das eigentlich auch dieses Augenbläschen eingelagert ist. Also umrum herum des Augenbläschens gibt es ein Mesenchym, also das ist ein embryonales Bindegewebe, das aber auch einen ektodermalen Ursprung hat. Ja, wenn Sie sich erinnern, das ganze Kopfmesenchym kommt nicht aus dem Mesoderm wie normalerweise das Mesenchym, sondern aus der Neuralleiste. Das wird deshalb auch Ektomesenchym genannt. Ja, das ist ebenfalls Mesenchym, und das ist eigentlich sehr einfach, weil alle anderen Strukturen des Auges von hier entstehen. Das heißt, das ist jetzt vereinfacht, aber bis auf die Retina, Nervus Opticus und Linse und Cornea Epithel. Also das heißt Sklera, dann auch die Choroidea und so weiter. Das werden wir gleich ausführlich noch besprechen. Und vielleicht, Mesoderm möchte ich aber auch erwähnen, weil die Gefäße natürlich immer aus Mesoderm hervorgehen. Und wenn wir auch diese Augen, diese Hilfseinrichtungen dazu nehmen, die Skelettmuskeln des Auges sind auch Derivate von Mesoderm. Also Mesoderm spielt auch eine Rolle bei der Entwicklung. Aber hauptsächlich das Ektoderm mit allen Teilen des Ektoderms, Neural-Ektoderm, Oberflächen-Ektoderm mit Plakoden und Neuralleisten-Ektoderm. Also wie läuft der Vorgang? Wir beginnen mit der Linse. Ja, so dieses Schema ist jetzt ein Querschnitt von dem Bereich, wo das Augenbläschen sich aufstülpt, und sehen Sie, das erreicht das Oberflächenektoderm, und das ist einmal ein sehr wichtiger Kontaktstelle zwischen Augenbläschen und Linsenplakode. Diese induzieren nämlich einander mit Hilfe von verschiedenen Faktoren.
Und der erste Schritt ist eigentlich, dass dieses Augenbläschen diese Linsenplakode induziert. Und folglich kommt es zur Abschnürung der Linse. Und zwar so, dass, wie Sie es hier sehen, zuerst bildet sich ein Grübchen, also eine Einstülpung. Diese rote Linie markiert die Basalmembran unter dem Oberflächenektoderm. Sehen Sie, das Oberflächenektoderm ist grün markiert. Dann kommt die Basalmembran und dann schnürt sich die Linse komplett ab und wird deshalb von außen mit Basalmembran umgeben. Ja, jetzt verstehen Sie, warum die Linsenkapsel eigentlich eine Basalmembran ist und warum die Basalmembran außen die Linse umgibt. Ja, also das ist eigentlich der erste Schritt, dass die Linse beginnt, sich abzuschnüren, aber gleichzeitig sehen Sie, was mit dem Augenbläschen passiert. Das Augenbläschen wird zu einer Becherform umgewandelt. Das heißt hier schon Augenbecher. Ich werde bei der nächsten Folie darüber noch sprechen. Aber hier möchte ich noch betonen, dass nach der Abschnürung der Linse das Oberflächenektoderm sich schließt und das Kornea-Epithel dann gibt. Ja, aber nur das Epithel der Kornea, also nur die äußerste Schicht der Kornea entsteht aus diesem Oberflächenektoderm. Die Linse entwickelt sich dann weiter so, dass also anfangs gibt es noch ein Hohlraum in der Mitte der Linse. Unter der Basalmembran haben wir das Linsenepithel. Erinnern Sie sich, wir haben ein vorderes und ein hinteres Linsenepithel. Das ist hier nicht markiert. Aber die Entwicklung passiert einfach so, dass also das vordere Linsenepithel bleibt. Wie kubische Zellen können Sie diese Zellschicht sich vorstellen. Das hintere Linsenepithel, und das ist hier unten schon sichtbar, hier verlängern sich die Zellen. Sehen Sie, diese Strukturen sind die sogenannten Linsenfasern. Da sind die verlängerten hinteren Linsenepithelzellen und mit der Zeit verschwindet der Hohlraum in der Linse. Ja, und die Linse wird komplett von diesen Linsenfasern durchzogen, die aber einen meridionalen Verlauf haben. Darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen. Das ist für die Elastizität auch sehr wichtig. Und in der Mitte kommt es dann mit der Zeit zur Bildung von Alterskern. Ja, aber die Linse wird auch transparent. Also das heißt, die Zellkerne werden verschwinden von den Zellen und die Organellen auch und diese Kristalline, diese löslichen Proteine machen dann die Mehrheit der Zellen aus. Dann, muss ein bisschen mich beeilen, also was passiert mit dem Augenbecher? Ja, also die Linse ist geformt, das Kornea-Epithel ist geformt und mit dieser Einstülpung der Linsenplakode kommt es zur Bildung von Augenbecher. Das heißt, es entsteht eine doppelwandige Struktur mit einem äußeren und inneren Blatt. Das äußere Blatt gibt einfach die Pigmentschicht der Retina. Also das wird die erste oder zehnte Schicht der Retina sein. Und im Bereich der Iris wird dann auch das innere Blatt pigmentiert. Das ist hier vorne gezeigt. Ansonsten wird das innere Blatt nicht mehr pigmentiert sein, auch nicht im Bereich des Corpus ciliare. Und in der Pars Optica der Retina entstehen alle weiteren neun Schichten von diesem inneren Blatt. Also das differenziert sich zu Pars Optica der Retina und mit der Zeit verschwindet dieser Spalt zwischen dem äußeren und inneren Blatt. Ja, also wo sehen wir also die verschiedenen Retina-Schichten? Einmal hinter der Iris, ja, das ist einfach zwei Schichten vom Pigmentepithel. Erinnern Sie sich, das war diese Pars Iridica Retina oder Stratum Pigmente Iridis, diese schwarze Linie an der Hinterseite der Iris. Der nächste
Teil wäre hier, wo Nummer 2 steht, das wäre hinter dem Corpus ciliare, der Retina ein Teil Parciliaris Retinae, wo aber nur die äußerste Schicht pigmentiert ist. Und die beiden zusammen bilden die Pars circa Retinae und hinten kommt Pars optica Retinae. Und das ist also der Bereich, wo die eigentliche Retina aus, also die eigentlichen neuen Schichten aus diesem inneren Blatt dann entstehen werden. Etwas muss ich noch betonen, die Irismuskeln, ja, diese Muskeln, das sind glatte Muskeln, aber sie haben keinen mesodermalen Ursprung, sondern einen ektodermalen Ursprung aus diesem Augenbecher, ja, aus diesem äußeren Pigmentschicht, sondern sich die Zellen ab und migrieren dann in das Stroma der Iris. Ja, also das sind Ausnahmen, sie haben einen ektodermalen Ursprung, die Irismuskeln. Auch der Musculus ciliaris, aber das kommt von der Neuralleiste. Ja, und das ist die weitere Differenzierung. Also äußeres Blatt wird einfach zum Pigmentepithel und die innere Schicht wird zweigeteilt, einmal in eine Mantelschicht. Das liegt außen. Davon differenzieren sich alle Zellen der Retina. Und diese Zellen werden Sie morgen in der Retina-Vorlesung lernen. Und die innere Schicht, also quasi Richtung Linse, also Richtung Glaskörper, wird die Marginalzone sein, wohin eigentlich die Axone der innersten Zellen, der Ganglienzellen zu finden sind. Also mit Nummer 2, das wird dann eine Schicht sein, wo wir keine Zellen mehr, sondern nur die Axone der Ganglienzellen sehen werden. Ja, also das ist einmal die Retina gewesen, also aus dem Augenbecher. Und nach hinten kommt logischerweise der Nervus opticus. Dieser differenziert sich aus dem Augenbecherstiel. Und hier möchte ich einen wichtigen Schritt noch erwähnen. Es kommt nämlich zu einer Spaltenbildung unten im Bereich des Augenbecherstiels. Das wird Augenbecherspalte genannt, wird auf Lateinisch Fissura choroidea und wird durch eine Arteria und Mesenchym-Invagination hervorgerufen. Also hier stülpt sich einfach der Augenbecherstiel ein und enthält eine Arteria. Diese Arteria heißt Arteria hyaloidea, die im Embryonalleben die Linse versorgt. Und später verschwindet sie und bleibt nur hinten erhalten und das wird später zu Arteria centralis retinae. Das können Sie sich vielleicht in einem Querschnitt besser vorstellen. Ja, wenn wir einen Querschnitt durch den Augenbecherstiel machen würden, das sieht so aus, also das ist die Fissura choroidea mit der Arteria hyaloidea. Diese Zellen des Augenbecherstiels vom inneren Blatt differenzieren sich zu Gliazellen, die Optikusfasern umschließen, also die Optikusfasern wachsen hier rein und mit der Zeit wird der komplette Augenbecherstiel mit Optikusfasern und Gliazellen ausgefüllt, mit Oligodendroglia natürlich. Und in der Mitte, wenn dieser Augenbecher sich schließt nach der 7. Woche, bleibt dann die Arteria in der Mitte und das wird später zu Arteria centralis retinae, aber dieser vordere Teil verschwindet im Bereich des Glaskörpers. Ja, also Nervus opticus entsteht aus dem Augenbecherstiel. Dann, was ist mit dem Rest? Also wir haben noch dieses Mesenchym um den Augenbecher herum und also wie gesagt, entstehen alle weiteren Strukturen von hier. Man unterscheidet bei diesem neuen Mesenchym einen hinteren Bereich. Also hinteres Mesenchym, das ist hier jetzt rot punktiert. Und hier kann man wieder zwei Schichten unterscheiden, aber das ist sehr logisch. Innen differenziert sich das Mesenchym zu UVA, also das heißt Tunica vasculosa,
und außen zu Sklera. Also Retina war aus dem Augenbecher, aber Choroidea und also die ganze Uvea, auch Iris und Jahrkörper gehören dazu. Und Sklera haben schon einen Ursprung aus der Neuralleiste und auch der Musculus ciliaris. Sehen Sie, also das ist auch ektodermal, aber nicht mehr aus dem Augenbecher, also nicht Neuroektoderm ist das, sondern Neuralleistenektoderm. Und nach hinten setzt sich diese Schicht fort und um den Sehnerv herum, wir werden nächste Stunde über den Sehnerv noch sprechen, geht die Uvea in die Arachnoidea und Pia Mater über, auch Pia Mater könnten Sie dazu noch schreiben, die Sklera geht dann in die Dura Mater über. Also diese gehen um den Sehnerv herum in die Hirnhäute über. Was ist mit dem vorderen Mesenchym hier? Das wird zweigeteilt, und zwar durch die vordere Augenkammer, das ist jetzt mit Violett sichtbar, und die innere Schicht, also Richtung Linse, sprechen wir über die sogenannte Iridopupillarmembran, das ist mit grün markiert, und diese Membran schließt eigentlich die Pupille noch intraembryonal. Später wird es natürlich verschwinden und so entsteht die Pupille. Die äußere Schicht, mit orangengelb markiert, wird die restlichen Kornea-Schichten geben. Also das Kornea-Epithel kommt aus dem Oberflächenektoderm, aber das Stroma und das Endothel der Kornea entstehen aus diesem vorderen Mesenchym der Neuralleiste. Und in der Augenbecherspalte, das Mesenchym wird zum Glaskörper. Und es gibt auch hier noch mit Stern markiert Mesenchymzellen zwischen Linse und Ziliarkörper. Das ist aber auch Neuralleistenmesenchym und diese geben die Sonulaphase. Ja? Also quasi entsteht der Rest des Auges aus Neuralleistenektoderm. Ich habe jetzt über die Gefäße nicht gesprochen und über die äußeren Skelettmuskeln des Auges nicht gesprochen. Diese haben einen mesodermalen Ursprung. Interessant ist das, dass die Augenlider auch, natürlich müssen sie auch entstehen, aber diese entstehen relativ spät, ungefähr im zweiten Monat. Und bis zum zweiten Monat sind, und eher eigentlich bis zur Woche 10, sind die Augenanlagen deshalb sehr gut sichtbar am Bild. Sehen Sie, also das Bild stammt von einem Embryo mit 6 Wochen ungefähr und man sieht sehr schön das Auge. Dann beginnen aber diese Augenlider in Form von Hautfalten herunterzuwachsen. Das ist auch Neuralleisten-Mesenchym natürlich. Und in der Woche 10 wachsen sie miteinander zusammen, also das heißt, die Augen werden geschlossen und nachher sieht man deshalb auf Aufnahmen die Augen nicht mehr, weil diese Verklebung erst im 7. Monat sich wieder löst. Ja, also man sieht, bei Hunden zum Beispiel ist die Verklebung auch nach der Geburt noch vorhanden, bei Menschen nicht. Ja, also das war eigentlich die Augenentwicklung, ein paar Worte, aber wirklich nur mit ein paar Worten möchte ich über diese Gene sprechen, die alle diese Induktionen, für alle diese induktiven Einflüsse verantwortlich sind. Das sind HOX-Gene und zwei möchte ich betonen, PAX6 gehört zur Beardbox-Familie und ist ein Schlüsselgen für die Augenentwicklung, wird in der Neuraplatte, im vorderen Bereich der Neuraplatte exprimiert und bestimmt das Augenfeld und die Linsenplakode. Ja, also ohne dieses Gen würden die Augen nicht entstehen. Und das andere wichtige Gen ist dieses Sonic Hedgehog. Das ist nämlich das Signal für die Zweiteilung des Augenfelds und wird in der präkordalen Platte exprimiert. Also wenn dieses Gen fehlt, dann werden wir nur ein Auge haben. Darüber zeige ich gleich ein Bild. Und es gibt noch andere Faktoren natürlich,
die dann bei der weiteren Entwicklung sehr, sehr wichtig sind. Aber nach Namen werden wir diese nicht fragen. PAX 2 hätte ich noch aufschreiben müssen, oder FGF, oder auch diese MITF. Also das sind alle sehr wichtig, aber Sie müssen diese Nachnamen nicht kennen, nur diese beiden. Und wenn es zur irgendeine Störung kommt, dann entstehen natürlich Fehlbindungen, wie zum Beispiel, wenn diese Iridopupillarmembran nicht verschwindet, dann wird die Pupille natürlich nicht entstehen. Oder wenn zum Beispiel die Iris nicht entsteht, dann wird logischerweise die Pupille zu groß sein. Damit kann man aber auch noch leben, aber diese Menschen haben ein Risiko für Glaukom und Katarakt. Wenn diese Augenbecherspalte sich nicht schließt, dann spricht man über Iriskolobom. Das ist auch nicht so schlimm. Das Schlimme ist, wenn die Augenanlagen nicht angelegt werden, dann kommt es natürlich zu Anophthalmie. Und das ist, was ich noch zeigen wollte, die sogenannte Zyklopie, also diese Kreisäugigen, oder so was entsteht auch mit Synophthalmie, wenn also das Augenfell nicht zweigeteilt wird. Also das ist, wenn dieses Sonic Hedgehog fährt zum Beispiel oder nach mütterlichem Diabetes oder Alkoholkonsum kann das passieren. Und das gehört zu diesen sogenannten Mittellinien-Defekten. Also Holoprosenkephalie kann das auch verfolgen. Das heißt, wenn auch die Hirnhemisphären nicht entstehen, also wenn diese Zweiteilung nicht passiert, oder Synophthalmie ist es, wenn die Augen zweigeteilt sind, aber dann wieder miteinander fusionieren. Und in dem Fall, ja, das ist meistens mit dem Leben nicht vereinbar. Oben, das ist übrigens die Nase, die bei dieser Entwicklung nicht nach unten wandern kann. Also das ist auch eine mögliche Fehlbildung. Ja? Aber wenn diese nicht auftreten, dann sehen wir natürlich, also dann entstehen natürlich gesunde Augen.